Hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Ja, der Vogel rastet auch schon aus vor lauter Vorfreude. Und wir haben eine Feder bekommen. Super. So, weiter im Takt. Wir wollen hier noch einiges reißen. Deshalb machen wir uns sogleich an die Arbeit. Karotten können wir jetzt auch kochen, brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja jetzt endlich hier unsere Maschine stehen und ich dürfte mir jetzt langsam mal merken, wie man hier die Items schnell rüberzieht. So, nee. Das mache ich so. Die Kiste ist auch voll. Nee, die ist nicht voll. Dann hau ich das mal da rein. So, wir machen uns auf den Weg. Ich weiß gar nicht, was ich machen will. Ich habe keinen Plan. Die Bienen sehen komisch aus. Was könnten wir denn machen? Ja, wir könnten uns Bienenstöcke machen. Und ich friere schon wieder. Wieso friere ich? Ach, weil ich nass bin. Oh fuck, oh fuck. Nein. Ich möchte nicht erfrieren. Alter. Das ist echt krass. Da komme ich ja gar nicht weg. Ja, ich kann mich nicht vom Lager entfernen. Ich zieh mal die an. Vielleicht bringt das irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Denn das ist ja jetzt wegen Nässe und nicht wegen. Ja gut, das ist eigentlich auch wegen Kälte. Aber ich weiß nicht, ob die Puffy West da was bringt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Holz sammeln. Und dann müssen wir mal gucken. Wenn wir die Leben wieder voll bekommen, könnte ich ja mal ein bisschen mich ein bisschen mit den Bienen anlegen und mir eventuell ein paar Bienenstöcke machen. Dafür sammeln wir aber als erstes mal Holz, denn ich glaube, das braucht man auf jeden Fall, da man ja wieder Bretter braucht. Und jetzt habe ich die Schaufel natürlich. Ach, ich sag gar nichts mehr. Reine Inkompetenz hier. So, die Axt hält ja Gott sei Dank noch einiges aus. So, die müssen wir jetzt auch immer gleich wieder mitnehmen. I've nearly reached my saturation. What? Ach so, weil du so nass bist. Okay. Ja, dann hör doch auf zu regnen und lass mich hier wieder vernünftig arbeiten. Was? Slippery. Ach, oh Gott, fällt die mir jetzt jedes Mal aus der Hand, oder wie? Oh Gott. Das kannte ich noch gar nicht. Alter, ist das nervig. Dann halt's doch ordentlich fest. Mein Gott. Perfekt, genau den Stack. Und da oben liegen nochmal Soggy Seeds. Die Dinger. Was mache ich denn mit denen? Eat, ja, das ist die beste Idee überhaupt. Ah, man kann die einheizen. Okay, dann heizen wir die mal ein. Er isst sie. Okay, gut. Dann isst sie doch. Ist mir doch egal. So. Lord Froschschenkel bietet sich hier auch wieder an. Und Gott sei Dank, es hat aufgehört zu regnen. Die muss man nachdüngen. Ach nö. Ach nö. Gehen die jetzt alle? Ach super. Die gehen jetzt alle ein. Schön. Schön, schön. Ja. Und was würde ich ohne den tun? Da, wieso verliere ich jetzt so viel geistige Gesundheit? Wieso? Was mache ich falsch? Könnte mir das mal einer erklären? Also wenn die aus dem Ding jumpen, sind sie wieder ganz kurz. Ich kapiere es nicht. Alter, was ist denn mit meiner geistigen Gesundheit los? Ist das wegen der Maschine?
Ich habe keine Ahnung. Irgendwas sorgt hier gerade dafür, dass ich geistige Gesundheit verliere. Und zwar enorm. Ich esse mal die Froschschenkel. Nee, Planänderung. Ich brauche keine Bienenstöcke, ich brauche Kochtöpfe. Wieso verliere ich denn hier so viel geistige Gesundheit? Ich kapier's nicht. Kann mir das einer erklären? Alter, was mache ich denn falsch? Okay, Charcoal und Steine, die können wir eigentlich gleich machen. Dann brauchen wir Charcoal. Die werde ich jetzt mal unten aufstellen. Sofern mir das gestattet wird. Können wir uns noch einen leisten? Ja, können wir. Ich verliere nach wie vor geistige Gesundheit und habe keinen Plan, warum. Das ist natürlich der absolute Hammer. So. Erstmal ernten. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir uns irgendwas Leckeres hier kochen können. Aus den ganzen Zutaten, die wir hier die ganze Zeit schon am Farmen sind. Und die restlichen Seeds werde ich mir jetzt mal aufheben für die Vogelfalle. So, was kochen wir denn? Obwohl, eigentlich kann ich die Dinger ja roh reinhauen. Die werden ja eh gekocht. So, gucken wir mal, was rauskommt. So, ich brauche noch 5 Zutaten. Die schnappen wir uns mal eben. 5 Zutaten. Nehmen wir mal das und das. So. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Wieso glüht der so komisch und die anderen nicht? Weil er in der Dunkelheit steht. Ja, das kann sein. Okay. Wie viel Kacke haben wir denn noch da? Nicht mehr allzu viel. Okay, das ist fertig. So. Dann 4, 8, 12. Bräuchten wir nochmal 12 Zutaten. Und dann machen wir uns auf den Weg. Was machen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Sagt mir doch, was ich machen soll. Was ist das denn jetzt hier? Wet Goop. Kann man das ohne Bedenken essen? Nee, ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay. Wir verschwenden hier schon wieder schön Zeit. Ist mir alles egal, dann verschwenden wir halt den Tag auch noch. So, wir haben. Wie viel haben wir denn? 9. Wie viel brauchen wir? Ach, nehmen wir einfach mal das mit. So, dann kocht mal schön. Und ich werde jetzt mal Kacke und Blumen sammeln gehen. Geh weg. Ja, na klar.
Alter. Diese Drecksviecher gehen mir so auf den Sack. Lasst mich doch. Eine schöne Blumenkrone. Das sind diese Agro-Killer-Bienen. Dann machen wir uns mal wieder auf zu den lieben netten Büffeln. Und haben nichts zu essen. Okay. Dann warten wir mit den Büffeln bis zum nächsten Part, weil ich mal wieder vergessen habe, was ordentlich mitzunehmen. Aber dann nutze ich die Zeit wenigstens einigermaßen sinnvoll und schnapp mir ein bisschen Holz. Denn wir werden jetzt dann ziemlich viele Holzplanken brauchen. Habe ich das Rezept überhaupt schon drin? Ich glaube, das war bei Survival, oder? Nee, Structures. Habe ich natürlich nicht drin. Aber ich denke, man braucht auf jeden Fall diese Bienenwaben, die wir schon gelootet haben. Holz. Vielleicht noch irgendwas, ich habe keine Ahnung. Gucken wir einfach mal nach. Gucken wir mal. So. Da ist wieder ein Vogel gelandet, schön. Und wieder ein roter Bait. So, Holz, die Puffy West lasse ich jetzt mal da für den nächsten Winter. Die Stingers habe ich hier drin. Die Fackel wollte ich auch hier reinpacken, da haben wir jetzt schon 3 Fackeln. Komm schon, ja, perfekt. So, nee, hier gehört sie nicht rein. Hier gehört sie rein. So, jetzt gucken wir mal nach, was wir brauchen. Erstmal was zu essen. Was war das für ein Geräusch? That sounded big. Alter, was ist... Okay, ich hab Angst. Was zur Hölle? Was ist das? Bitte... Komm nicht zu mir. Komm bloß nicht zu mir. Was ist das? Was zur fucking Hölle ist das? Okay, okay, okay. Ich hoffe, es verpisst sich einfach wieder und lässt mich jetzt hier in Ruhe. Denn ich habe gerade keine Lust drauf zu gehen. Alter, ich hab grad ein bisschen Schiss. Ich hätte die Staffel gern noch ein bisschen länger. Okay, ich ignoriere es jetzt einfach mal gekonnt und tue so, als hätte ich gar nichts gesehen. Was war das denn zur Hölle? Es soll nur einfach nicht mehr wiederkommen. Sind das Süßigkeiten? Okay. Ist das Toffee? Cool. Alles mal hier rein. Und wieder abwarten. Ich komme hier gar nicht mehr von meiner Base weg. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Genau, ich wollte gucken wegen dem... Rezept, bevor ich das jetzt wieder vergesse. So. Alter, was mache ich denn hier? So.
Structures. Anscheinend nicht hier drin. Ah, hier, Beebox. Wir müssen Bienen fangen, die gelben. Und dann könnten wir 4, 8, 12 Bienen bräuchten wir. Dafür brauchen wir den Kescher, der 2 Spinnenseide braucht. Die, denke ich, haben wir noch hier. Und ein Rope. Bekommen wir auch hin. So, und wir haben unseren Kescher. Schön. So, wie machen wir das jetzt? Ich denke mal, ich werde als erstes Büffelkacke farmen. Die Bienen werde ich dann immer wieder mitnehmen, wenn mir welche entgegenkommen. Also für den nächsten Tag Büffelkacke und Grasbüschel. Das klingt nach einem Plan. Und wir haben soeben Tag 40 erreicht. Schön. Der nächste Meilenstein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ich weiß bis dahin noch, was ich machen wollte. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.